Willkommen zurück zu Pandora's Tower. Beim letzten Mal waren wir wieder in den Dämmerwachtturm oder in den Türmen der Dämmerwacht oder wie auch immer. Und da müssen wir jetzt immer noch hin zurück, weil wir müssen noch weitere Ketten da zerstören, noch ganze 3 an der Zahl. Und ich habe mal die bisherigen Aufnahmen halt so ein bisschen durchforstet, ne? Einfach mal, um zu gucken, wie oder was oder wo oder weshalb und warum kann man denn da vielleicht nochmal irgendwo was machen. Und da ist mir eine Stelle noch aufgefallen, wo wir vielleicht noch etwas zu tun haben. Nun müssen wir da lange, lange, lange hin und ich weiß noch nicht, was mir das bringen soll. Aber ich gucke gerne. Ja, einfach mal gucken, dann mal schauen und machen und tun und hast du nicht gesehen. Ne, so wie immer eigentlich. Ne, Versuch macht klug und zur Not halt einfach mal nachgucken. Ja, aber nun gut, jetzt müssen wir halt erstmal ein ganzes Stückchen laufen. Und die Tatsache, dass hier manchmal einfach keine Monster sind, lässt mich so ein bisschen daran glauben, dass Monster auch nur eine gewisse Anzahl dann noch spawnen und dann halt irgendwann nicht mehr oder sowas. Wenn du Monster XY dann jetzt so und so viermal besiegt hast oder sowas, dann spawnt es vielleicht nicht mehr oder sowas. Ich weiß nicht, inwieweit das richtig ist, aber es kommt mir so ein bisschen so vor. Ob das wirklich so der Realität entspricht, ist so eine andere Geschichte, aber es ist im Bereich des Möglichen. Das kommt mal hoch da. Gar nicht lange aufhalten bei den Mini-Fuzzis hier. Wir wollen ja nur mal schnell ein gutes Stückchen nach oben. Nicht nach ganz oben. Auf jeden Fall ein ordentliches Stück. Aber nun gut. Es kann nicht nur um Stunden handeln. Glaube ich. Hoffe ich. Nein, eigentlich hoffe ich es nicht, aber... Ach, ihr wisst schon. Gedöns. Einfach nur Gedöns. So. Gehen wir hier mal durch, ne? Also hier ist ja die Kette, von der ich ja am Rätseln bin, wie ich sie zerstöre. Die anderen beiden oben, da erschließt sich mir das, glaube ich, so langsam wie. Aber auch da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ja, mal schauen. Wir kriegen das hin. Und wenn wir da lange, lange für rumprobieren müssen, dann wird das halt so der Fall sein. Wie viel Steinchen habe ich denn überhaupt? Bräuchte mal, Lichtsteine habe ich eigentlich auch noch einige. Ich weiß nicht, ob ich die halt noch großartig brauche. Ist halt so eine Sache. Aber wenn du es halt nicht weißt, ne? Woher sollst du es dann wissen? So, und dann hier hoch. Keks freuen und lalala und tralala. So viele tolle Gegner. Da glitzert was. Und nochmal einen Schattenstein. Und das wäre jetzt auch nicht so schwer, jetzt die einzelnen Steine hier zu farmen, weil diese Kreaturen dazu, die spawnen ja auch irgendwie so fast in Massen. Also, solange ich sie nicht 50.000 mal umgehauen habe. Achso, das ist das Zeug, was hier so Geräusche macht, so leichtes Klimper-Klimper-Geräusch. Oh, komm. Ich frage mich gerade, ob ich vielleicht noch was zum Heilen hätte einstecken sollen. Weil, naja, was soll ich sagen, ich habe vergessen, irgendwie mein Heiltränke mitzunehmen. Und wir gehen ja jetzt mehr oder weniger halt schon fast auf den Boss zu. Und ich wollte jetzt nicht nochmal rausrennen. So, machen wir hier den mal fesseln. Achso, falsche Taste, verdammt. Ich bin ein guter Fessler. Besser als ein Tesla. So, das war einmal. Und dann jetzt noch ein zweites Mal. Und da hinten ist noch so ein Freak. So. Einfach nur mal für den Fall eines Falles zu Fleisch mitnehmen. Auch wenn es jetzt nur nasses ist, ist besser als nichts. Ja, man muss sich auch mal mit wenig zufrieden geben. Und hier oben, das ist das, was mich stutzig gemacht hat. Weil in den meisten Fällen sah das, dieses kleine Lichtportal, so ein bisschen so aus. Was ist der Ausrüstung, ist der erweitert? Das ist schön.
leider ein bisschen zu spät. Ich bin nämlich jetzt nicht mehr zu Hause. Warte mal, kann ich hier eine andere Perspektive haben? Genau, dass das irgendwie hier so hier vorne mit an der Wand ist, aber es ist hier... Was? Ist das der Morgengrauenturm? Dieser Turm und er scheinen zusammenzugehören. Ja, gut, nett. Aber das Ding ist hier direkt über dem Loch. Und bei dem Loch habe ich so eine kleine Befürchtung. Die Sache ist nur, wie kommen wir denn da hin? Wir müssen ja dann halt hier so ein dunkles Portal hier irgendwo erstellen. Ich vermute mal, das ist hier irgendwo auf der Brücke. Komm, lass das mal. Ich habe keine Zeit für dich. So, warte. Okay. Das hätten wir. Hast du warmes Fleisch? Warmes Fleisch. So, wenn ich mich nicht irre, müsste das ungefähr hier sein. Aber wir haben ja auch keine Energien oder sowas, die sich da zeigen. Deswegen ist das so ein bisschen merkwürdig. Aber wir kommen hier tatsächlich runter. Nett. Sehr schön. Oh, da ist was. Was Glitzerndes? Eins. Dunkle Materie. Ah. Was auch immer ich mit der dunklen Materie herstellen kann. Vielleicht, wenn ich nochmal zum Muffler zurückkehre, kann die mir das bestimmt zeigen oder sagen oder ich weiß auch nicht. Okay. So, gehen wir hier durch. Dann haben wir eine Kette weniger. Dann müssen wir in beiden Türmen nur noch eine Kette erledigen. Die Frage ist nur, wo, was und wie. Warte mal, ich kann mal da zurück. Das müsste ja eigentlich ein kürzerer Weg sein, als wenn ich jetzt nochmal überall durchgehe. Nein. So. Das ist ein tolles Schwingschwert hier. So, ich gehe hier wieder durch. Und freue mich, Kekse. Yeah, ich mag Kekse. Okay. Dann gehen wir da jetzt wieder hoch. Ja, über die Leiter hier. Ich glaube, die Leiter habe ich mir irgendwann auch bei diesen ganzen Farmtouren hier runtergemacht. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, da war was. Einfach nur, weil ich sowieso von A nach B gerannt bin und Monster gesucht habe. Ich glaube, das war ein Teil davon. So. Da haben wir nochmal was. Nehme ich mit. Ein Strahlstein. Kann nicht verkehrt sein. So, ich muss ganz kurz gucken, wo war denn das hier? War das hier? Ja. Genau, hier kam ich ja nicht durch wegen den Trümmern. Kann man hier bitte fesseln. Alter! Habe ich nicht gesehen. Hab gesehen, dass er irgendwas gemacht hat. Aber nicht explizit was. Nein! Ah, verdammt! So, warte. So, das warst du. Du hier auch nochmal, was Schönes. Bitte warten. Bitte warten. So. Einmal hier. Achso, das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich hier die Lichtsteine haben. Hier haben wir noch irgendwas. Ein Strahlstein. So, und dann haben wir doch hier diese Dinger hier rumhängen. Und bei denen habe ich mich ja so ein bisschen gefragt, wieso, weshalb, warum. Und dann habe ich auch hier nochmal verglichen. Und ich meine, auch hier wüsste ich, wie das geht. Indem ich jetzt hier Schattensteine hinstelle. Ja, da hat sich hier dunkle Materie freigesetzt. Weil in dem anderen Turm haben wir hier an der Stelle diese helle Energie hier pulsierend. Und da müsste ich dann quasi mit den Schwingdingern dann wahrscheinlich da durch. Was ich jetzt auch nochmal machen wollte. Ist hierhin, mich hier irgendwo hin platzieren. Ich weiß aber nicht wo.
Nein. Ah. Weil, hier waren, gab's ja auch in dieser Welt quasi hier, in diesem Raum, so Gedöns, wo wir halt nicht durchkamen, weil hier die Tür kaputt ist. Unlesbare, schmutzige Notiz. Und noch irgendwas. Hier noch was. Angelpunkt. Der Frust in der Führung des Militärs wird immer größer, weil es einfach nicht gelingt, den Turm zu betreten, der als Herz bezeichnet wird. Die übrigen Manuskripte berichten davon, dass dieser Turm eine Art Dreh- und Angelpunkt aller anderen Türme darstellt. Die Armee kann es gar nicht erwarten, den Turm eingehender zu untersuchen. Mich überzeugt das alles nicht wirklich. Schließlich konnten auch unsere Vorväter selbst mit der Macht der Kette den letzten Meister nicht erschaffen. Die Macht der Kette ist verblasst und das Militär versucht mit seiner Technologie eine künstliche Kette nachzubilden. Wir werden damit mehr Glück bei der Erschaffung des letzten Meisters haben als unsere Vorfahren. Oder sind wir dazu verdammt, die Fehler der Vergangenheit zu wiederholen? Möglich. So, jetzt machen wir mal die Tür hier auf, damit das mal getan ist. Einfach nur vom Fall eines Falles, man weiß ja nie. So. Und dann wollen wir jetzt da in das Portal reinschwingen. Mal sehen, ob das auch so klappt, wie ich es mir vorstelle. Ja, so nicht. Also wenn dann schon mit mehr Zielen. So, warte. Vielleicht auch mit mehr Schwung oder sowas, ich weiß nicht. Ja, so sieht es schon besser aus. Ja. So bin ich drin. Und hier hatten wir von der anderen Seite das Problem, dass hier diese Trümmer sind, wodurch ich nicht durchkam und hier diese Tür war verschlossen. So. Jetzt aber sind wir hier. Die Frage ist, wie kommen wir in den anderen Raum? Kann ich da einfach hier in den Kettenraum dann auch so ein Portal setzen und komme dann wieder woanders hin? Ich weiß es nicht. Aber ich werde es ausprobieren. Und herausfinden, gegebenenfalls. So, Mauscursor, wo bist du da? Ich setze mal Mauscursor. So, das war die eine Tür. So, und dann... Immer ein Lichtstein, keine Ahnung, stellen uns ungefähr hier hin oder so. Perfekt. So wie es sein soll. Ich finde das verwirrend, dass du teilweise wirklich keinen Anhaltspunkt darauf hast, dass du da ein Portal machen könntest oder sowas. Man muss es halt dann erahnen oder sowas. Das ist ein bisschen irreführend im Gegensatz zu vielen anderen Spielen und vielleicht auch in diesem Spiel hier. Was haben wir hier noch? Eine Elysion-Scherbe. Gut, die brauche ich jetzt im Moment nicht. Hier komme ich so auch nicht raus. Das heißt, wir müssen in die dunkle Welt oder in den Dunkelturm, in den Abendturm. Ach, ich weiß nicht. Ich werde das niemals auseinanderhalten können, was das jetzt genau ist. So. Was hier noch so ein bisschen Sache ist, ist das Ding. Ne, ihr wisst, glaube ich, was ich meine da. Ach so, das ist einfach nur... Ah, okay. Ah, so soll man dann darauf kommen. Okay. Gut, verstehe ich. Dann waren wir also auch bei der Kiste. Boss Time. Irgendwie. Diese dunkle Energie, die hier pulsiert. Okay, hallo. Oh Gott, oh Gott, was bist du? Warum bist du so, wie du bist? Yeah. Ummantelt jetzt aber auch irgendwie dieses dunkle Zeug. Welt, okay.
Also im hellen Turm, im Morgenturm, Morgengrauen Turm. Ach, ihr wisst schon. Und jetzt?